Ganz besonders begrüßen möchte ich hier die heute anwesenden Geschäftsführer von der Coop Verkaufsstelle. Sie werden zusammen mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das neue Bier ab nächsten Montag in über 60 Verkaufsstellen, Verkaufsregion Bern verkaufen. Dank der aktiven Unterstützung aus der Verkaufsregion Bern hat uns Mitte Mai der Leiter Einkauf Getränk vom Coop Hauptsitz in Basel offiziell angefragt, ob wir in der Lage wären, für das Weihnachtsgeschäft vom Coop ein spezielles Festbier als In-Out-Artikel anzubieten. Wir haben den Müll angezogen und haben am Coop spontan, quasi ins Blaue raus, zugesagt, ohne dass wir schon ein Bier, einen Namen für das Bier, eine Etikette, geschweige denn ein Pack hätten gehabt. Unser Braumeister, der Sepp Meier, hat seine Rezeptur von diesem Festbock aber bereits fest in seinem Kopf gehabt und hat den Spezialsort Bockbier im Juli angesetzt. Inzwischen ist aus dem Sort wunderbares Bier geworden. Für den Verkauf am nächsten Montag in 60 Coop-Verkaufsstellen stehen ganz genau 4.050 Viererpack oder 16.200 Flaschen und keine einzige mehr zur Verfügung. Wir wollen und wir sind ein starker Partner in der Vermarktung von Produkten von unseren regionalen und lokalen Produzenten. Ich habe noch eine Menge aufgeschrieben, aber zum ersten hat der Stefan Simon vorhin schon gesagt und darum würde ich mich kurz fassen. Ich habe nämlich Durst und werde jetzt eigentlich von diesem Bier probieren. In diesem Sinne einen schönen Abend. Herzlichen Dank fürs Kommen. Merci vielmals. Wo wir den Auftrag haben, das Geist hat, es gibt ein neues Bier, haben wir natürlich schon mal gestrahlt. Als dann der Sepp gesagt hat, es gäbe ein Bockbier, dann hat die Strahlen noch mehr zugenommen, weil Bockbier ist im Normalfall im Alkoholgehalt höher. Also die rund 6,9%. Und wir sind eigentlich, wenn ich von mir rede, an die Arbeit gegangen, so wie immer in einem ganz engen Team mit meinem kongenialen Partner, mit dem Boris Bileri. Mit dem Boris zusammen, er ist wirklich ein kongenialer Partner und so tun wir eigentlich im Team die ganzen Arbeit zusammen bewältigen. Er ist Illustrator, Grafiker und nicht zuletzt in meinen Augen ein Weltklasse-Gitarrist, wo die dann live selber echt überzeugen davon. Wie gehen wir eigentlich daher an so ein neues Bier? Wir haben gesehen, Bockbier, stärker Alkoholgehalt. Wir haben uns auf alte Werte besonnen und haben dann wie nächtelange Belagen. Da haben wir uns die grösste Mühe gegeben, mit den verschiedenen Proben, die uns der Sepp gegeben hat, ein schönes Bild können zu kreieren, eine Visualisierung. Das ist dann natürlich dann auch ausgeartet, irgendwann einmal. Und am Schluss, am nächsten Tag, haben wir immerhin von 100% etwa zwei Ideen können brauchen. Der Boris hat die dann skizziert und wir haben die nachher entsprechend probiert umzusetzen auf die relativ kleinen Packungen, wo man ja nicht so wahnsinnig viel Platz hat. Und wenn wir nicht zufrieden waren, haben wir natürlich den Prozess wiederholt und wiederholt. Es war also eine wahre Freude gewesen. Ihr seht hier oben das Resultat. Der Boris ist begnadeter Illustrator und hat bis jetzt Jahrzehnte immer fertig gebracht, die leicht nebulösen Ideen von der Konzeption, die ich aber aufgestellt habe, so umzusetzen, dass ich dann selber auch muss sagen, ja, genau das trifft es. Und so sind wir nachher dazu gekommen, dass wir haben gesagt, es ist eigentlich traditionell, das Bockbier ist ja nicht neu, aber normalerweise ist Bock immer so im heraldischen Bereich angewendet worden, ganz stark und so. Und wir haben gefunden, mit 6,9% könnt ihr auch mal sich einfach bewegen und etwas machen. Deshalb haben wir nachher diese Brüte auf den Bock gesetzt, dass wir da einen wilden Ritt hatten. Wir haben zwei wilde Ritte gehabt. Es ist gut gekommen. Ob schon er ja Hörner hat, wie wir wissen, mit genau 69 cm Länge. Und der Sepp hat sich dann an das gehalten und hat genau 6,9 Volumenprozent Alkohol hergebracht. Ich hätte ein paar Fragen, die mich interessieren, die euch auch interessieren.
Wie gehst du eigentlich an so ein neues Bier her, das ja auch eine neue Rezeptur bedeutet? Weil, wie wir ja wissen, findet bei der Brauerei Felsenort die Sortenvielfalt nicht an der Etikettiermaschine statt, oder? Ja, das ist richtig. Also meistens habe ich so Rezepturen oder so schon ein bisschen im Hinterkopf. So. Dort schaue ich ein bisschen in der Literatur nach. Bei älteren Berufskollegen, so, was man früher gemacht hat. So. Und so gibt sich dann so ein bisschen ein Bild so, und dann fängt man einfach an. Ja, aber du hast ja gleich ein grosses Problem, wenn wir mit dem Entwurf oder verschiedenen Entwürfen nicht richtig liegen, dann können wir die im Prinzip weglegen, weiterentwickeln, neu anfangen. Und bei dir ist das ein anderes Problem. Das ist ja nicht eine Mini-Brauerei, wo du das kannst testen und machen. Bei dir ist immer gerade alles oder nichts. Ja, das ist richtig so, aber ich vertraue natürlich ein bisschen drauf, auf die Erfahrungen so, und dann weiss man etwa, wie das rauskommt und wie das könnte am Schluss aussehen. So. Also da ist schon viel Erfahrung dabei. Ja. Ich möchte dich jetzt eigentlich bitten, zu diesem Fassanstich zu schreiten, damit wir hier alle die durstigen Kehle mal benetzen können. Wunderbar, jetzt können Sie uns gerade laden an diesem schönen Produkt. Und wir wünschen euch Prost in diesem wunderprächtigen Festkopf. So, wir sind da, wir möchten gerne ein bisschen Bier. Boris Pileri und Jamin!